Clean. Was geht eigentlich ab? I love, Mann, Alter. Das ist so, das ist absolut. Ja, vor allem lieben wir die ganze Insel wegen einer Brennerei, und zwar Tobermory. Oder in dem Fall Letchik. Richtig, wir lieben eigentlich die ganze Insel wegen dem rauchigen Teil von Nice. Der ganze Bewohner beleidigt einer. Das ist halt nur relevant wegen der Brennerei. Das will ich aber vorstellen. Ja, perfekt. Richtig. Kommentiert mal bitte. Ja, mir hat noch keiner von denen Whisky ausgegeben. Ja, wenn auf euch auch noch kein Whisky ausgegeben wurde von den Bewohnern von Isle of Mull, lasst mal einen Daumen nach oben da. Ja, wir haben hier von Murray McDavid die aktuelle Abfüllung für Österreich und Deutschland. Also eine Letchik, wird so ein bisschen geheim gehalten, aber da es ja nur eine Brennerei auf der Insel gibt, die dann auch haurigen Whisky macht, haben wir hier diesen Letchik. Das Besondere an dem Lachs, wir haben einen PX und Port Finish, was jetzt auch nicht so häufig dann mal vorkommt, vor allem beides in einem. Ja, also ist echt interessant, weil wir haben hier 9 Jahre alten Whisky 2014 destilliert. Murray McDavid, der unabhängige Abfüller, ist ja so ein bisschen auch einer der großen, was Finishes angeht und so weiter. Die haben den in den 9 Jahren, das mal 6 Jahre lang, in dem Fass, man weiß nicht welches, wird halt einfach nicht kommuniziert, bisschen schade. Wahrscheinlich Hürben oder Refill Cask gereift. Dann für 3 Jahre rausgenommen in dieses Port und in dieses PX-Fass. Danach nochmal zusammengeführt. Unbestimmte Zeit steht auch nicht drauf. Wahrscheinlich einfach so für 3 Monate, vermute ich mal. Und dann kam der Lachs raus. Vor allem raus kam er mit 50,2 Volumenprozente, also runterverdünnt, nicht in Fassstärke. Ich muss schon sagen, aber hier ist ein ordentlicher Letchik-Duft. Ja, Mann. Ja, absolut. Ja, krass. Ja. Man hat auch die ordentlichen Sherry-Noten im Raum schon, wo ich nicht mal dran genosed habe. Schön aggressiv. Ja. Also Brennerei ist auch letztlich PPM-Zahl, 35 bis 40 PPM. Ja. Lange Fermentationszeit von bis zu 110 Stunden. Macht dann einen schönen, komplexen Charakter. Kapazität dieser Brennerei liegt bei ungefähr 1,2 Millionen Liter, wobei das komplett 50-50 aufgeteilt wird auf Tobermory und Letchik. Flaschenpreis liegt bei ca. 70 Euro, je nach Shop. Gucken wir mal, ob die auch wert ist. Bock habe ich auf jeden Fall. Ja, unfassbar. Das Destillat an sich in dieser Kombination könnte spannend werden. Mhm. Ob es komplett überladen ist, kann ich mir trotzdem irgendwie jetzt so vorstellen. Kann ich mir allein vom Geruch hier in dem Raum schon nicht vorstellen, dass ich schon einen Letchik-Duft hier drin habe. Ja, und vor allem, also optisch, der ist ja schon extrem hell. Ja. Also, dass da jetzt diese beiden Fassarten noch mit ins Spiel kommen, würde ich so jetzt nicht drauf kommen. Ja, perfekt. Deswegen schaut es euch auch mal genauer im Whisky-Porn an. Zeit zu abonnieren. Die Bottle landet natürlich auch in unserer Flaschenteilungsgruppe, also beim nächsten Update unserer Sample-Liste habt ihr auch die Möglichkeit, davon ein Sample zu bestellen. Guckt einfach unten in der Beschreibung, da ist der Link zur Flaschenteilung und auch zu unserer Clubgruppe. Und jetzt aber ins Closing. So würde ich es auch sagen, Alter. Wow. Alter, schon ordentlich rauchig da. Ja, unfassbar rauchig. Krass. Also schön. Letchik Nasen, egal ob Ex-Birken oder was auch immer, einfach geil. Oh, der ist für einen Letchik extrem aggressiv. Mhm. Ja. Also aggressiv nicht vom Alkohol, sondern vom Rauch, genau. Genau. Die 35 bis 40 ppm, die er hat, transportiert Letchik in der Regel immer ein bisschen sanfter. So interpretiere ich es meistens immer. Der hier ist viel aggressiver am Rauch. Also der ist viel dominanter. Der Rauch ist sofort da. Der Alkohol dagegen ein bisschen im Hintergrund, finde ich. Aber der Rauch ist sofort präsent. Was natürlich für diese Rauchigkeit, wo die dann auch, sag mal, herkommt. Er hat ja jetzt nur diese 9 Jahre. Umso länger der natürlich reifen darf, umso mehr verliert er dann auch an der Rauchigkeit. Also komplex für 9 Jahre und hat auch eine schöne Tiefe. Ich finde den Alkohol übelst entspannt eingebunden, also 50,2 merke ich kaum. Komplex, ich finde den erstmal unfassbar rauchig. Ja. Aber ich habe einen Schwarzwälder Schinken, aber noch nicht viel. Aber für 9 Jahre finde ich ihn schon komplex tatsächlich eigentlich. Viel aber besser. Wir haben noch, also da war ich jetzt auch gerade bei Olli, weil ich habe den Rauch, ich habe auch so Speck, Schinken, ich habe vielleicht noch so eine leichte maritime Salzigkeit, aber dann muss ich Stand jetzt erstmal sagen, das war's. Ja, der braucht. Also er braucht Zeit, aber jetzt kann ich noch nicht sagen, er ist komplex und tief, weil das, was ich habe, ist einfach bisher das. Also eins habe ich noch, was mir aber leider auch nie so gut gefällt, und das kommt aber auch von dem Portfass, das ist auch wieder so eine leichte rote Beete irgendwie.
sowas. Ach, krass, okay. Hell, rot, fruchtiges ja. irgendwie. Jetzt, wo du sagst, oder, ist sofort. Ja, oder so unreif für Johannisbeeren oder sowas. Ja, also ich hatte noch eher noch so eine leichte Säure und die tue ich tatsächlich sogar mit einer relativ hellen Frucht verbinden, mit, ja. mit Kiwi. Ah, okay. Ja. Weil ich war jetzt eher so, gerade in Kombination mit dem Port und so weiter, auf einfach noch nicht reife Johannisbeeren. Ja. Ich finde die nicht reifen Johannisbeeren tatsächlich gut. Ich finde aber schon, dass sie nicht nur diese Säuerlichkeit mitbringen, sondern ich habe schon auch so ein bisschen so Preiselbeer-Fruchtigkeit so ein bisschen. Also das, was ich zu so einem Schnitzel oder so einem Cordon Bleu noch an Preiselbeer mit dazu kriege, habe ich schon auch noch. Oh, kommt schon immer wieder richtig geil rüber. Ja. Er macht schon Bock, aber tatsächlich um einiges mehr, als ich erwartet habe. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Was jetzt für mich auf keinen Fall schlecht ist und was ich sogar auch echt gut finde, ist mit dem Finish, was wir hier haben, war es jetzt kein Versuch, den durch das Finish extrem zu überladen, wie es ja viele machen, was ich eigentlich auch befürchtet hatte, aber das ist eigentlich wirklich so ein bisschen eine Begleitnote. So, genau. Also jetzt auch die Johannisbeeren und so, das ist eher so ein bisschen mit dabei, als aber es ist nichts, was zugeklatscht wurde. Als wäre es Refill PX und Refill Port fast gewesen. Und je länger man jetzt auch die Nase drin hält und dem ganzen Ding hier noch ein bisschen Zeit gibt, merkt man auch, wie aus meiner Sicht der Rauch immer mehr in den Hintergrund geht. Mhm. Er ist immer noch präsent, er ist immer noch sehr dominant da, aber viel mehr im Hintergrund. Also das heißt, da kommen die anderen Noten kommen ganz anders rüber. Ich hatte jetzt gerade so einen weichen, entspannten Butterkeks, aber einfach mit Spekulatius-Geschmack, Alter. Damn, okay, ja. Da muss ich jetzt nochmal rein. Tipp, Alter. Auf welche Insel ist, ja? Ja, so ein Löffel Zimt. Mhm. Wird schon passen. Ja, ich bin gespannt, wie der schmeckt, Alter. Also ich würde sowas gern sippen, weil mal gucken, wie sich die Nase da auch nochmal verändert. Wird auch passieren. Komm. Das war's. Also alkoholisch unfassbar entspannt. Ach echt? Bei mir brennt er. Echt? Mhm. Also ich finde ihn schon scharf. Ich finde von der Stärke finde ich ihn gut, aber ich finde ihn tatsächlich auch eher scharf. Also ja, genau. Sogar eher gefühlt weniger als 9 Jahre. Mhm, also genau. Ich finde ihn relativ jung, aber was ich halt einfach auch geil finde, diese Lecce-Grauigkeit. Ich liebe es einfach und die ist halt hier krass. Und wir haben sie, ich finde im Geschmack ist sie viel näher der Lecce-Grauigkeit wie jetzt in der Nase. In der Nase fand ich ihn wesentlich aggressiver, zwar nachlässend mit der Zeit, aber aggressiver. Im Geschmack habe ich wieder genau diesen weichen Lecce-Rauch. Also bei mir, ich finde es im Abgang habe ich den Lecce-Rauch mehr, aber im Mund habe ich erst gedacht, ich glaube, blind würde ich nie auf Lecce gehen. Okay. Aber extrem kräutriger Rauch einfach. Mhm. Also aber fett. Er ist schon präsent rauchig, aber ich finde ihn jetzt auch nicht so rauchig, wie ich ihn erst in der Nase fand tatsächlich. Also Mund gefällt mir sofort besser als die Nase, trotz diesen gefühlt sehr jungen Alter. Oh, Nase wird gerade auch wieder geiler nach dem ersten Sip. Also mehr rotfruchtig, mehr Rauch. Trifft ganz gut. Eine salzige Schau. Mhm. Das hatte ich vorhin ja schon. Ich finde jetzt auch im Geschmack diese Rotfruchtigkeit, die du jetzt in der Nase anders hast. Ich finde, dass die sich jetzt viel mehr noch mit Waldfrüchten ergänzt. Also ich habe jetzt noch viel mehr dunkle Früchte, als ich sie in der Nase hatte. Ich habe nur dieses Preiselbeer-Kompott oder sowas. Mhm. Jetzt habe ich wirklich Waldfrucht, eigentlich fast alles einmal so ein bisschen durch. Aber halt reife Früchte. Genau, reif. In der Nase war es echt so unreif irgendwie. Mhm. Der Mund, auch vor allem im Abgang, habe ich dann eher noch diese Früchte. Gerade das schön. PX kickt auch ein bisschen mehr im Geschmack und im Abgang. Mhm. Ist jetzt Sherry-lastige, leicht nicht Kabelbrand, aber so in die Richtung gehende. So ein bisschen leicht Lakritz oder Plastik, so in die Richtung im Abgang. Ja. Aber in guter Form. Ja, aber schmeckt geil. Ja. Ist auch überragend. Also schmeckt übel geil. Ich finde gerade Geschmack tatsächlich auch sehr, sehr stark. Mhm. Ja. Ich habe ganz ehrlich schon mal überlegen, es wird eine schwierige Bewertung, Mann. Ich bin schon ein bisschen überfordert. Den Gedanken habe ich auch, vor allem, weil der Mund mir besser gefällt als die Nase. Ja, auf jeden Fall. Wird extrem schwer. Aber ich bin trotzdem auch so froh, dass sie das Teil jetzt nicht so extrem überladen haben irgendwie. Also stell dir vor, dass der Alkohol noch besser verarbeitet wird und der noch ein paar Jahre älter wird. Vielleicht übertreiben wir mal, gehen wir mal auf 18. Das wäre unfassbar, Alter. Genau. Also das ist auch das Einzige, was mich auch im Mund stört, so diese Schärfe. Ja. Wäre der ein paar Jahre älter, wäre der absolute Weltklasse. Vor allem finde ich gerade im Moment des Schluckens wird auch jung. Im Mund, im reinen Mundgefühl finde ich ihn eigentlich ganz okay. Mhm. Im Moment des Schluckens übernimmt so kurz das junge Alter ein bisschen die Alkoholschärfe. Ich finde aber auch, dass er eine Kräutrigkeit noch mitbringt über den gesamten Weg hinweg. Ja, weil ich gar nicht so finde, dass es eine Alkoholschärfe ist. Also ich habe so einen leichten Kupfergeschmack
Ja, im Anklang im Mund erst. Aber ich habe eher so eine Chili-Schärfe eher. Ah, da so. Bin ich. Ich bin bei diesem unverarbeiteten Alkohol einfach. Okay. Kommen wir zu den Punkten. Ja. Wer will anfangen? Ich nehme mal meinen letzten Sip und irgendeiner von euch kann schon was halten. Ja, ich kann noch nicht. Also ich habe echt auch immer noch gar keine Ahnung. Ich weiß schon, in welche Richtung es grob geht, aber ich tendiere noch so zwischen 2-3 sogar. Dann mach einfach ich. Wir vergleichen den ja immer ohne Preis und sonst was. Beziehungsweise wir bewerten ihn immer ohne Preis. Vergleichen tun wir ihn auf einer Ebene mit ähnlichen Whiskys. Und für mich ist tatsächlich, ja, wenn ich an andere Letschiks denke, nicht ganz der alltägliche Letschik, aber irgendwie halt auch schon. Das macht alles so schwierig. Aber meine Punkte sind eigentlich seit ein paar Minuten jetzt fest. Ich gehe auf 86, weil der einfach geschmacklich und Abgang, finde ich, was transportiert, mega fett. Ich finde es einfach unfassbar lecker. Die Schärfe nervt mich ein bisschen. Die Nase nicht ganz so meins, deswegen geht es auch nicht höher. Aber wenn das alles noch stimmen würde, wäre es nach oben noch Luft. Ich war ähnlich, ich war zwischen 85 und 86 geschwankt, weil mir auch die Alkoholschärfe, aber nur im Moment des Schluckens eigentlich nicht so richtig gut gefällt. Die Nase finde ich dahingehend wieder ein bisschen besser als du, glaube ich. Mhm. Deswegen gehe ich auch auf die 86 und sehe ein bisschen darüber hinweg, dass er halt doch irgendwie erst 9 Jahre alt ist und dafür dann halt dann auch doch noch Alkoholschärfe mitbringt. Und man muss ja sagen, er ist ja trotzdem auch nur 9 Jahre, was ja eigentlich relativ jung ist. Ja. Und dafür ist er schon sehr gut, bis auf die Schärfe dann. Aber trotzdem langt es bei mir dann auch nur für die 85 erstmal. Aber wie immer, unser Recap. Ja, ich werde ihn auf jeden Fall mindestens noch ein, zweimal vorm Recap sippen, weil er. Ja, er schmeckt halt geil. Ja, schmeckt gut, genau. Und interessiert mich halt auch, was passiert da noch. Ja. Und ich gehe auch auf die 85. Also ich fand ihn echt gut. Ich bin auch froh, dass wir den jetzt gesippt haben, dass wir ihn im Video haben. Aber ich bräuchte ihn tatsächlich jetzt nicht unbedingt nochmal sippen. Deswegen gehe ich auf 85. Vielleicht holt er mich ja im Recap noch ab. Ich werde ihn auf jeden Fall im Recap sippen. Ja gut, von dem her haben wir es geschafft. Ja. Oder bis dahin zumindest. Wir haben es geschafft. Ja, geschafft. Oder ihr habt es geschafft. Ja, ihr. Ja. Wiederschauen. Rein, gehauen. Pausen, klauen. Schiffe bauen. Christoph Dorn.